So, hier ein Beispiel, wie man sich mit dem Tool FileZilla mit unserem FTP-Server verbinden kann. Hier oben die Serveradresse eintragen, sftp://sftp-labdu.org. Benutzername, labdu kleingeschrieben, Passwort, labdu kleingeschrieben und Port 22 dann verbinden. Danach merkt er sich das, man kann also hier auch quasi als Quick Connect beim nächsten Mal sich das Eingeben sparen, dann ist man sofort drauf. Hier seht ihr in einem Fenster euren lokalen Arbeitsplatz, bei mir ist es ein Linux-Rechner, da habe ich jetzt hier zum Beispiel den Downloads-Ordner geöffnet, falls ich dort etwas hinein herunterladen möchte. Hier seht ihr den Pfad, war www.download, da ist es auf der Gegenseite auf dem FTP-Server und hier seht ihr dann entsprechend die Ordner, hier Install Disk mit den deutschen, englischen, spanischen, französischen Images, Installationstool etc. Ihr könnt jetzt einzelne Ordner, einzelne Dateien, den gesamten Pfad herunterladen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Zeit, wie viel Bandbreite, wie viel Speicherplatz ihr vor Ort habt. Diese Install-Disk können sich deutsche Hubs auch per Post zusenden lassen. Ist eine Terabyte USB-Disk. Insofern, wenn ihr jetzt nur eine schmale DSL-Leitung habt, braucht ihr ein bisschen Geduld. Wenn ihr Glasfaser oder schnelle Leitung habt, geht es natürlich entsprechend schneller. Und dann habt ihr hier so in dem Tool schöne Möglichkeiten herunterladen. Ihr bekommt dann hier unten das Warteverzeichnis, was zu übertragen ist. Ihr seht sofort fehlgeschlagene Downloads, könnt das nochmal wieder in die Warteschlange einstellen, was erfolgreich hinterher dann übertragen wurde und so weiter. Also ein ganz nettes Tool, mit dem arbeite ich selber und bin auch sehr zufrieden damit. Ja, ansonsten ist eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Ihr könnt noch hier oben verschiedene Sachen einstellen. Ihr könnt zum Beispiel hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingeben, wenn ihr Familie habt und andere an der gleichen Leitung hängen. Ist das eventuell für den Familienfrieden auch förderlich? Da könnt ihr dann zum Beispiel euren Download oder Upload auch begrenzen und dauert dann natürlich entsprechend länger, aber der Friede in der Familie oder in der Firma ist gewahrt. Ansonsten müsst ihr das einfach mal ausprobieren. Es gibt auch viele Tutorials noch im Internet, aber das war jetzt gezielt auf die Verbindung mit dem FTP-Server. Danke!